Guten Morgen, hier ist Wikipacker Television und Fernstream mit dem ersten Beitrag des letzten Tages der Remote Chaos Experience. Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten nach unserem Vorbild der Tagesschau müssen wir das eben hier auch tun. Unser erster Beitrag heute ist von Oliver Suchanek alias Lawolski, der ein Beispiel zeigen kann, das wir alle gerade kennen aus dem Alltag, wie auch gerade hier im Stream, nämlich wie sich Barrierefreiheit und dezentraler Unterricht, dezentrales Lernen über Online-Konferenzen zusammenbringen lassen. Viel Unterhaltung und viel Information beim folgenden Beitrag. Der Wechsel vom Präsenzunterricht in den ortsungebundenen Unterricht war für viele SchülerInnen und Lehrpersonen eine ziemliche Umstellung. Besonders aber für mich. Ich bin Oliver, ich bin 22 Jahre alt und befinde mich in der Abschlussklasse einer technischen Schule und ich bin gehörlos auf die Welt gekommen. Im Alter von 2 Jahren bekam ich das erste Cochlea-Implantat auf der rechten Seite operativ eingesetzt. Und circa so 3 bis 4 Jahre später bekam ich das dann auf der linken Seite. Mit der bestehenden Situation, TM, die ja jetzt schon ein bisschen älter als 1 Jahr alt ist, habe ich mehr Barrieren im Alltag erfahren, als es mir eigentlich lieb ist und über die möchte ich heute reden. Also, let's go. Kurz und knapp erklärt ist das Cochlea-Implantat eine Hörprothese. Im Gegensatz zu Hörgeräten, die die Lautstärke von Geräuschen erhöhen, übernehmen Cochlea-Implantate die Funktion der Teile des Innenohrs, die nicht geschmeidig laufen, sprich nicht funktionieren, und liefern die Schallsignale direkt an den Hörnerv. Das Ganze besteht aus einem Soundprozessor, der von mir hinter dem Ohr getragen wird. Er erfasst die Audiosignale und wandelt sie in digitalen Code um. Die digital kodierten Signale werden durch die am seitlich befindliche Sendespule an das Implantat unter der Haut gesendet. Und im Soundprozessor befinden sich auch die Batterien, die Akkus und versorgt das System mit dem Strom. Das Implantat wandelt die digital kodierten Audiosignale in elektrische Impulse, Aktionspotenziale, um und leitet diese weiter an den Elektronenträger in der Cochlea. Die Implantatelektroden stimulieren den Hörnerv in der Cochlea, von wo aus die Signalimpulse an das Gehirn weitergeleitet werden. Dort wird der Input interpretiert und zugeordnet. Wichtig zu verstehen ist, dass im Gegensatz zu den Hörgeräten das Hören mit einem Cochlea-Implantat erst erlernt und trainiert werden muss. Also genauso wie bei einer Beinprothese, dass das Gehen erst erlernt werden muss. Durch jahrelanges Training und lots of Logopädie-Stunden ist es mir heute möglich, mit den CI das Leben zu führen, das ich eben zurzeit lebe, mit sehr viel Musik. So, zurück wieder zu meiner Geschichte. Meine Familie ist Hörerin und wie es bei vielen hörenden Familien leider so Norm geworden ist, wurde ich mainstreamed aufgezogen. Das bedeutet, ich befand mich in Primärschulen, Klassen mit hörenden Kindern, hatte kaum Kontakt zur gehörlosen Community oder Gleichgesinnten, konnte keiner außer mir die Gebärdensprache, sprich die Kommunikation lief primär, wenn nicht gänzlich, über die Lautsprache. Es ist auch unvorstellbar gewesen, zu Hause ohne den CIs herumlaufen zu können. Das erste, wonach ich greifen musste, wenn ich mein Zimmer verlassen wollte, war die CIs, damit die Familie mit mir kommunizieren konnte oder ich mit denen reden konnte eben. Ich bekam dadurch jedes Mal das Kompliment, dass ich ja so gut sprechen würde und mir die Gehörlosigkeit gar nicht anmerken würde, wie toll die Kommunikation mit mir so einfach ist und so weiter. Weil ich mit einem hörenden Mindset aufgezogen wurde, war das auch für mich damals wichtig, sowas gesagt zu bekommen. Einfach deswegen, weil in meinem Umfeld und auch zu Hause mir das Gefühl vermittelt wurde, dass man nur als eine hörende Person in dieser Welt weiterkommt. Sozusagen innerlicher Ableismus vom Feinsten. Je älter ich wurde,
selber erkannte, wie problematisch das ist. Das ist deswegen problematisch, dadurch bei mir schnell vergessen wird, wie gehörlos ich eigentlich bin. Also es gab schon oft tatsächlich Situationen, wo ich gesagt habe, sowohl auch in der Schule, bei den Lehrern, als auch privat, dass ich gesagt habe, ja, hey, bitte aufpassen, ich bin gehörlos, trotzdem ein bisschen mehr Rücksicht und so weiter. Und die mich eben von den ganzen Konversationen davor kannten und dann gemeint haben, naja, so gehörlos kannst du jetzt auch nicht sein. Ich meine, verstehst du mich ja? Ja, deswegen gerade sehr oft auf Situationen, wo ich schnell auf die harten Grenzen stoße. Zum Beispiel, dass einfach gedankenlos virtuelle Gruppentreffen organisiert werden, an dem ich eben dann eben nicht teilnehmen kann oder mir Links von Videos geschickt werden, also so Kurzvideos, die man dann gerne herumteilt, wo dann keine Untertitel dabei sind. Oder wenn man zu dritt oder mehr irgendwo spazieren geht oder essen geht, mir nicht den Vortritt, das ist die Ordnung oder halt der Anreihung, wo ich halt stehen soll, lässt. Oder Gespräche bei Mitmenschen, wo die bei dunkler oder schwacher Beleuchtung stattfinden oder ich keine oder sehr schlechte Sicht auf das Mundbild habe der Mitmenschen. Am meisten vor allem der Punkt, dass ich gerade erst viel später sagen kann, also überhaupt aufdecken kann, dass ich gehörlos bin, aufgrund eben der bereits existierenden Vorurteile. Also es ist leider normal für mich geworden, dass wenn ich jemanden virtuell kennenlerne, also über Text sozusagen kennenlerne, und dann sich ein Treffen ausgemacht wird, dass ich dann erst nach dem ersten Treffen sagen kann, ah ja, by the way, ich bin übrigens gehörlos. Weil wenn ich das nämlich vorher sage, werde ich ziemlich schnell geghostet oder die Person mir gegenüber assumed, was ich brauche, anstatt nachzufragen, was ich brauche. Also vor allem sind das auch so Vorurteile, die halt in einem drinnen unbewusst sitzen. Da gab es also eine Situation, dass ich eine Integrationslehrerin geholfen habe, meine Klasse zu finden, weil sie neu an der Schule war. Sie dann sich vorgestellt hat, ja, ich bin da die neue Integrationslehrerin. Und wir einfach dann ganz normal ins Gespräch gekommen sind, geplaudert haben. Und ich dann gesagt habe, ah ja, die werden dann wahrscheinlich die Integrationslehrerin für diese Schüler und für mich sein. Und dann hat sie ihm gefragt, wieso für dich? Und dann habe ich gemeint, naja, ich bin da gehörlos auch in der Klasse. Obwohl sie vorher mit mir also natürlich unterhalten hat und konnte, ab dem Moment, wo sie dann eben erfahren hat, dass ich da gehörlos bin, hat sie dann plötzlich angefangen, ihr Mundbild aufzureißen, übertrieben deutlich zu reden, vor allem auch ihre Sprache zu vereinfachen, also wirklich vereinfacht die Sätze formuliert hat, weil ich könnte sie ja sonst nicht verstehen. Also aufgrund dessen sage ich es nicht gerne. Also ja, was ironisch ist, weil ich jetzt ein ganzes Video darüber führe. Zurzeit Online-Unterricht. Über Videocalls habe ich das Problem, dass mich das eben extrem schnell ermüdet. Nach den 1 bis 3 Einheiten des Tages bin ich halt dann absolut nicht mehr in der Lage, ihnen etwas zu tun und muss mich dann hinlegen. Den Input auf diese Weise reinzubekommen, interpretieren zu müssen und dann auch noch zu verstehen, was ist ja theoretischer Unterricht, verlangt halt viel mehr Energie ab, als wenn es eine Face-to-Face Conversation wäre ohne Maske im echten Leben. Weil nicht jede Lehrperson verwendet ein Video, nicht immer kann ich das aufzeichnen, nicht immer funktioniert das Video überhaupt aufgrund der Verbindung, des Programms, whatever. Weil selbst mit den CIs brauche ich das Mundbild zum Lippenlesen, damit ich das Gegenüber halt optimal verstehen kann, ohne dass das mich halt zu sehr anstrengt. Das Lippenlesen ist actually ein ziemlich wichtiges Thema, gerade mit der momentanen Maskenpflicht. Also ja, ich kann auch telefonieren und ich bin oftmals privilegierter dran, wenn es darum geht, jemanden mit einer Maske zu verstehen, als eine gehörlose Person. Aber es ist dennoch nicht zu unterschätzen, wie anstrengend und anxiety-inducing das für mich ist. Normalerweise frage ich nur in der Woche 2 bis 3 Mal nach, was gesagt wurde. Und alleine mit der Maskenpflicht muss ich jetzt
nach jedem dritten Satz nachfragen, was das halt wirklich erschwert. Weil durch eine neue Ausnahme, die sich wahrscheinlich wieder ändern wird oder keine Ahnung, die Regierung ist sich meistens selber nicht wirklich sicher, findet mein Unterricht halt wieder in der Schule statt, weil ich in der Abschlussklasse sitze. Allerdings mit der Zusatzregel, dass halt jeder eine Maske tragen muss, also sowohl die Lehrer als auch die SchülerInnen. Natürlich ist das wichtig und auch wirklich gut, aber das erschwert mir das Hören noch viel mehr, eben weil ich so oft nachfragen muss. Da fühle ich mich auch allgemein draußen eingeschränkter, wenn es darum geht, beim Bäcker etwas zu bestellen oder als die Cafés noch offen hatte, in einem Café etwas zu bestellen. Ich verstehe so selten, was die Person sagt, wenn sie mich etwas fragt. Deswegen bin ich dann auch ziemlich auf meine Mitbewohnerin angewiesen, wenn es darum geht, dass ich Kornspitzwecker beim Bäcker haben möchte, dass sie die immer bestellen muss. Ich habe bis jetzt keine Person so viel Geduld oder so viel Sensibilität oder Awareness, dass wenn ich dreimal nachfragen muss, was die Person gesagt hat, dass sie nicht die Geduld verliert. Was mir eben letztens passiert ist, dass ich beim Japaner so ein Takeaway was bestellt habe. Person mir das, glaube ich, fünfmal sagen musste, was sie gesagt hat und ich das immer noch nicht verstanden habe. Sie dann ziemlich aggressiv gefuchtelt hat, also gedeutet hat, was sie wollte und ich es dann verstanden habe. Und das ist unangenehm. Wie kann ich als eine hörende Person dir entgegenkommen? Kurz gesagt, Geduld und Rücksicht lernen. Was sich fast wie eine Standardantwort anhört, aber tatsächlich passt. Weil, wie gesagt, mit der Maskenpflicht muss ich viel öfters als vorher nachfragen und höre es am meisten beim Wiederholen immer noch nicht, was dann eben dazu führt, dass ich dann nichtsdestotrotz sage, ja, ich habe es eh verstanden, obwohl es eben nicht so ist. Und dann insgeheim hoffe, dass es keine Frage war, die gestellt wurde. Es ist für mich persönlich auch unangenehm, dass ich so oft überhaupt nachfragen muss. Einfach das. Dein Handy zückst oder dein Laptop oder ein Papier mit Stift und das einfach kurz aufschreibst und dann herzeigst. Sowas wird absolut nicht als Beleidigung aufgefasst. Vielmehr würde ich mich dann freuen und auch in meinen Needs einfach beachtet und respektiert fühlen. Wichtig anzumerken ist aber, wenn du etwas wiederholen sollst, es auch möglichst im selben Wortlaut wiederholst und es nicht in einer Zusammenfassung oder kurzen Umschreibung wiederholst. Ich möchte nicht irgendwie eine einfache Version gesagt bekommen, was du gesagt hast, sondern wirklich, was gesagt wurde. Wegen Beschreibungen bitte lieber eine betroffene Person fragen, als einfach ihn etwas zu verwenden und dann damit Begriffe erzeugen, die mehr Schaden verursachen, als sie Nutzen bringen. Ah, das sollte eigentlich eine Vorgehensweise für alles im Leben sein. Sprich, Begriffe wie taubstumm oder hörgeschädigt machen mehr Schaden als Nutzen, weil so Erklärungen Menschen, die die Lautsprache nicht verwenden, sind deswegen nicht stumm, was ja taubstumm damit impliziert. Es gibt nämlich eine eigene anerkannte Sprache, die Gebärdensprache. Und statt hörgeschädigt sagt man hörbehindert oder hörbeeinträchtigt oder eine Person mit einer Hörbehinderung. Genauso geht eine gehörlose slash schwerhörige Person, weil nicht jede schwerhörige Person ist gehörlos oder umgekehrt. Zuletzt, never, ever, ever sagen, egal, nicht so wichtig, später oder einfach allgemein abwinken, wenn ich frage, dass du es wiederholen sollst. Auch wenn es eben für dich nicht mehr so wichtig ist, was du gesagt hast, auch wenn du nur einen Kommentar reingeworfen hast in die Konversation oder einen kleinen Witz oder was auch immer, was eben unwichtig war. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie ableistisch, respektlos und vor allem verletzend das ist. Allgemein kann auch nicht schaden, wenn man einen kleinen Wortschatz in Gebärdensprache aneignet, sei es jetzt die deutsche, Deutsch-Schweizer oder die österreichische Gebärdensprache. Einfach simple Wörter wie Danke, Ja, Nein, wie geht's, wo ist die Toilette, warte kurz, bitte nochmal, also wiederholen und so weiter. Das Video mag jetzt vielleicht ein bisschen erdrückend wirken oder auch ein bisschen sehr negativ behaftet. Ich wurde vor kurzem als Gast in einer Vorlesung zu einer Uni eingeladen, dort einen Einblick in mein Leben als Gehörloser mit CIs zu geben.
Und in dieser Stunde redete ich hauptsächlich, wenn nicht gänzlich, über die guten Seiten, die positiven Sachen daran, welche ich allgemein gelegentlich hervorhebe, wenn das Thema Cochlea-Implantat oder die Gehörlosigkeit aufkommt. Ich selber das überhaupt lange lernen musste, das zu erkennen, weil das Leben mit der Gehörlosigkeit einfach so viele tolle Vorteile gibt und diese auch auf jeden Fall nicht missen wollen würde. Dennoch will ich über die andere Seite reden können, die Struggles, die Anstrengung und aufzeigen, wie wenig sich der hörenden Alltag der gehörlosen Community entgegenkommt. Barrierefreiheit beginnt mit einem Gespräch und dieses Gespräch konnte ich nun mit dir führen. Danke. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu beantworten. Live on air. Hallo, Lawoski, vielen Dank für deinen Beitrag. Grüße dich. Hallo, hallo, thanks for having me. Genau, wir hatten jetzt ja die Gelegenheit und einige haben das auch genutzt, über Twitter wie auch eben über IRC Fragen einzureichen. Und wir haben auch einige jetzt schon bekommen, die wir versuchen mal gemeinsam abzuwickeln. Also was ich auch spannend fand, und die Frage kam auch im Chat, wie war das denn für dich, an dieser Remote Chaos Experience teilzunehmen? Also ich meine, das ist ja so ein, in den Livestreams gab es keine Untertitel, und das Work Adventure, schreibt der Fragesteller hier auch, oder die fragestellende Person, war nicht wirklich für Gehörlosigkeit ausgelegt. Wie waren die, also wie war das für dich? Ein ziemliches Chaos, um ehrlich zu sein, was eigentlich eh so ein Chaos-Kongress auch passt. Ich habe die ersten Livestream am Tag 1 angehört, habe nicht wirklich was verstehen können, beziehungsweise war die Experience für mich deswegen nicht so toll, weil, ja, ich konnte kaum was verstehen. Beziehungsweise bei dem Workaround drinnen, bei dem Spiel, konnte ich auch nicht wirklich bei den Videochats mitmachen, weil es einfach zu viel Input von verschiedenen Mikrofonen reinkam, dass ich kaum was verstehen konnte. Also kurz abgesagt, das ist jetzt für mich nicht wirklich toll. Ich habe kaum welche Livestreams jetzt angeschaut oder Vorträge und werde sie mir alle erst im Nachhinein anschauen können, was schade ist, dass ich nicht live schauen konnte. Ja. Genau. Wobei man ja auch dazu sagen muss, viele der Beiträge sind ja voraufgezeichnet gewesen, so wie auch dein Beitrag, der auch Lob bekommen hat für die gute Produktionsqualität. Wow. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, oder wäre eine Möglichkeit, sollte es so ein ähnliches Format nochmal geben, das dann auch vorab vielleicht zu untertiteln. Das C3 Subtitles Team existiert ja. Und du hast, wenn ich das verstanden habe, hast du auch in der Vergangenheit auch die Live-Untertitelung auch genutzt. Ist das so richtig? Ja. Zum Beispiel das letzte Mal, wo ich das wirklich genutzt habe, war bei der US-Election, da gab es ja diese Live-Debatte und da hat der CNN die Live-Untertitel gemacht und auch Live-Dolmetsching über Gebärdensprache zugesetzt und da hat es auch ziemlich gut funktioniert. Zwar sind das immer so ein paar Sekunden verzögert, nachgesetzt, weil es ja live ist, aber das hat damals wirklich gut funktioniert und da konnte ich das auch genießen. Ja, Live-Untertitelung im amerikanischen Fernsehen ist nochmal ein ganz anderes Niveau, ne, von der Qualität her. Das ist schon Ja. sehr spannend. Da gab es auch eine ähnliche Frage, auch aus dem IRC wieder. Da kommt die Frage: Findest du, sollten große Konferenzen Live-Interpreterinnen, also Live-DolmetscherInnen für Gebärdensprache organisieren? Oh ja, das würde ich sehr begrüßen. Jetzt nicht nur für mich, sondern ich kenne viele von mir, die eigentlich interessiert wären, aber eben Anxiety haben, die ganzen Vorträge zu verstehen. Da kann ich mir dann gut vorstellen, dass man, nachdem das primär in Deutschland stattfindet, eben Gebärdensprache wie Deutsch übersetzen lässt und eventuell ein paar für Österreich auch dazu setzt. Aber ich kann verstehen, dass das eher für Deutsch funktionieren würde, nachdem da die Mehrheit ist. Aber ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Das sieht man auch beim Parlamentssitzungen, dass es das da funktioniert. Deswegen, ja.
Vielleicht auch eine Ergänzung für die zuhörenden Menschen jetzt gerade im Stream. Es gibt ja deutsche Gebärdensprache und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ist die österreichische Gebärdensprache, ist die davon unterschiedlich? Ah ja, also es gibt die deutsche, die deutsch-schweizer und die österreichische, jetzt im deutschen Raum. Also es gibt sie von jedem Land eine andere, genauso wie in Amerika und in England und Kanada und Australien. Obwohl primär, also in der Lautsprache alle ja Englisch miteinander kommunizieren können. Ja, gibt es Unterschiede. Es gibt so ein paar ähnliche Gebärden, Ausführungen, Bewegungen in Deutsch und Österreich, aber trotzdem wiederum andere, also würde der Satz wieder anders rüberkommen als in einem anderen Land, sozusagen, ja. Das heißt Also also so. nicht nur. Ja, bitte. Also deswegen alleine spreche ich auch mehrere Sprachen, also sowohl die deutsche, österreichische, die amerikanische Gebärdensprache. Also der Vorteil ist, dass man eben sagen kann, ich kann un viele Sprachen. Also das sind praktisch die Schwierigkeiten bei der Verständigung zwischen ÖsterreicherInnen und Deutschen gibt es nicht nur in der Lautsprache, sondern auch in der Gebärdensprache. So der, das, es gibt ein Gegenstück zum Topfen Palatschinken auch. In der Gebärdensprache. Würdest du sagen, wäre das was deiner Meinung nach, dass auch die Hacker-Szene, die HackerInnenkultur viel mehr Gebärdensprache lernen sollte, einfach auch um diese Mehrsprachigkeit herzustellen? Oh ja, das wäre voll cool. Ich meine, es gibt etliche Vorteile in der Gebärdensprache. Alleine jetzt schon Hacking, kann ich, also bei der Hackerkultur kann ich mir vorstellen, dass wenn man irgendwo ist, wo es ziemlich laut ist, wegen Musik oder was auch immer, oder jemand hat Kopfhörer auf, weil in einem Videocall drinnen ist und jemand möchte ihm was sagen, kann man sich urleicht über den Tisch entfernt verständigen, ohne dass man jetzt ein Gespräch stört oder so. Also es ist jetzt nicht nur für die gehörlose oder schwerhörige Personen die Sprache. Oder wenn man sich kilometerweit sieht, aber man möchte nicht drüber gehen, kann man sich auch so kurz verständigen. Also ja, das ist super. Also die Lounge wäre quasi auch so ein Beispiel, wo man einfach sagen kann, wir treffen uns nachher draußen und man kann das dann quer durch den sehr lauten Raum kommunizieren. Also ein Genau. Aufruf an alle Menschen, die das sehen hier, lernt Gebärdensprache. Welche würdest du empfehlen, die österreichische oder die deutsche oder beide? Für dich jetzt also. Naja, für mich als Österreicher sage ich, er lernt sich der Österreichische, aber nachdem wir jetzt primär Deutsche, glaube ich, zuhören, lernst ruhig die deutsche Gebärdensprache. Davon gibt es mehr Lernvideos auf YouTube als bei der österreichischen Gebärdensprache. Also lernst ruhig mal die Deutsche und ein paar Floskeln in der österreichischen gern dazu. Wobei ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier einfach einen Trend setzen oder ein Meme dadurch entstehen lassen, dass alle Menschen aus der HackerInnen-Szene die österreichische Gebärdensprache lernen und dann die halbe Welt sich hinterher fragt, wie es dazu kommt, dass hier auf einmal lauter Marillenlikör oder was. Ja. Eine Frage aus dem Chat noch, die gekommen ist. Siehst du dich wegen des CIs eigentlich eher als hörend oder gehörlos von der Kultur her? Weil da gibt es ja auch Debatten auf Twitter, die man ab und zu hört, Gehörlosenkultur als eigene Kultur und sehr heiß umstritten tatsächlich. Ja, ich sehe mich primär als eine gehörlose Person mit einer Hörhilfe, mit der Möglichkeit, sich in der hörenden Welt zu bewegen zu können. Ja, die Gehörlosenkultur ist sehr präsent, sehr groß. Da gibt es auch deswegen darin diese Debatte mit, ob das nicht eigentlich ableistisch ist, einem gehörlosen Baby Implantate implantieren zu lassen, weil sie damit bedeuten würde, man würde die Gehörlosenkultur versuchen, damit auszulöschen. Weswegen bei mir auch lange Probleme gab, mich einen Anschluss in der Gehörlosen-Community finden zu können, weil da leicht passieren kann, dass man da ausgestoßen wird oder schief angesehen wird. Ja, aber ja, ich bin trotzdem für mich persönlich in der Gehörlosen-Community Community sitzend drinnen. Ja. Genau. Okay. Eine Frage, die auch noch kam, und du hattest ja auch gesagt, von wegen, wie Hörende auch natürlich das Leben leichter machen können. Das ist eine Frage aus dem Chat, wie Hörende das Leben leichter machen können für Gehörlose. Und da der feine Unterschied zwischen auf Zettel schreiben, aber gestikulieren und deutliche Mimik ist nicht in Ordnung. Das sind ja Fallen, in die man reintappt, wenn man ja, Dinge annimmt einfach und was tut. Ich lese auch der Frage aus dem Chat so ein bisschen Unsicherheit raus.
das abzuschätzen, was okay ist und was nicht. Gibt es denn Handreichungen, die du empfehlen kannst für hörende Menschen, die zusehen und zuhören, wo man sich einlesen kann, um eben diesen schmalen Grat richtig, ja, richtig zu meistern? Was absolut nicht verkehrt ist, dass man einfach fragt nach, also wenn man eine Person eben kennenlernt, dass man einfach fragt, weil die ganzen Sachen, die ich eben vorschlage, kann ich nicht sagen, dass es jetzt eine Verallgemeinerung ist, weil jeder hat da individuelle Bedürfnisse, weil zum Beispiel mit mir kann man schon problemloser über Telefon unterhalten, als ein Freund von mir, der dieselbe Behinderung hat, aber sowas nicht kann. Deswegen sage ich, also Nachfragen, immer ein sauberes Sicht auf das Mundfeld ist super, ein gutes Licht ist super, nicht böse sein, wenn man wiederholen muss, auch wenn es mal fünfmal wiederholen muss, nicht die Geduld verlieren, ja, das würde ich empfehlen. Und genauso, was dann viele missverstehen ist mit dem Mundbild, das Problem, was ich bekommen habe, ist, dass sie glauben, sie müssen das Mundbild sehr verzerren, also wenn ich so übertrieben deutlich reden würde, bringt mir halt gar nichts. Deswegen aber deutlich schön reden, mehr oder weniger. Genau. Quasi ganz normal, ganz normal. Ja, natürlich einfach. Übertrieben. Ja, ja, ja. Hauptsache man sieht den Mund und der ist gut sichtbar. Hast du ja auch die Ideen gesehen, die es da gibt mit Masken, die einfach ein Stück Folie quasi vorne drin haben, wo man dann den Mund sehen kann? Ja, das finde ich super. Das würde ich echt empfehlen. Das hat mir schon sehr geholfen. Also es kann ja passieren, dass es dann anhaucht, aber da gibt es, wie gesagt, so Spray wie bei der Brille, dass es dann nicht mehr anhaucht. Oder es hilft sogar, wenn man es mit Zahnpasta auswascht und dann haucht es nicht mehr so an. Ja, das würde ich sehr empfehlen, das zu verwenden. Das ist vor allem denke ich mir auch, dass nicht nur ich davon profitieren würde, weil ich denke mir, den hörenden Menschen würde ja genauso helfen, wenn man ein Mundbild dabei hat, weil es macht ja die Kommunikation allgemein einfacher, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, in meinem hörenden Umfeld, dass selbst die hörenden Menschen mehr Probleme haben, die anderen mit Masken zu verstehen und immer nachfragen müssen. Also denke ich mir, ja, das mit Sichtfeld ist super. Ja, da wird einem erst bewusst auch, wie sehr man eigentlich sich normalerweise drauf verlässt, auch tatsächlich das ganze Gesicht des Gegenübers sehen zu können normalerweise. Jetzt muss man ja mittlerweile auch schon Emotionen versuchen, an dem kleinen Streifen über der Nase, an den Augen abzulesen irgendwie. Bist du diesen Masken mit Sichtfenstern schon live begegnet tatsächlich? Bitte nochmal? Bist du diesen Masken mit Sichtfenster auch schon live begegnet? Also im Hosenleben? Okay, also die gibt es auch hier in Europa zu kaufen und zu haben. Ja. Also das gibt es tatsächlich zu kaufen. Und es kostet zwar ein bisschen mehr, also glaube ich so 5 € mehr als die üblichen Masken. Aber ja, kann man bekommen. Okay, also als nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist jetzt natürlich die Möglichkeit für uns als Wikipacker den Amazon Referral Link zu verbreiten, damit wir uns refinden. Nein, das ist ein Quatsch natürlich. Eine Frage, die auch noch aus dem Chat kommt und ihr könnt weiterhin Fragen stellen. Es gibt einige Fragen noch, die könnt ihr im Kanal AC3-Wikipacker stellen oder eben auch unter Hashtag AC3-Wikipacker und ich gebe es jetzt dann hier weiter. Eine Frage war auch, wie waren denn deine Erfahrungen mit dem Organisieren des Talks in deiner Rolle als Gehörloser? Bei dem Talk hier jetzt. Genau, ja. Für das Live-Q&A oder für meinen eigenen Talk jetzt einfach? Ich interpretiere mal das Gesamtpaket quasi, interpretiere ich die Frage. Ich fand es angenehm, dass ich ein Video machen konnte, dass ich quasi mich selber schön die Äs und so weiter rauscutten konnte. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich es viel angenehmer gefunden, tatsächlich auf der Bühne zu stehen natürlich, für die nice Experience da zu haben. Aber es war für mich kein Problem, es war ganz nett, das schnell an einem Nachmittag schön machen zu können. Was super war, dass ich die Erklärung von dem Kochlämmlern da zeichnen konnte. Das macht das besser, das visuell zu erklären. Ich mir vorstellen kann, dass es so, wenn ich so erzählen würde, ein bisschen kompliziert ist, zu verstehen, was dahinter wirklich das System läuft.
Mit dem Q&A-Live-Ding war ich, muss ich alles zugeben, hatte ich die letzten Tage ein bisschen Anxiety, weil ich nicht wusste, wie das jetzt funktioniert mit den Fragen, weil ich die besser verstehe, wenn ich sie lesen kann, da ich doch ein visueller Mensch bin. Ja, aber im Großen und Ganzen nett, das alles mal probiert zu haben. Ja, wir haben ja als Sendestudio auch nur 3 Tage mehr Erfahrung praktische bei der Umsetzung des Ganzen hier. Also es ist für uns alle Neuland. 2020 ist ein spezielles Jahr. Zur Erklärung auch für alle, die im Stream gerade sind. Ihr seht im Stream Lavoisky selber einfach nur im Mittelpunkt. Wir sind aber im Hintergrund per App zugeschaltet, wie man bei Christian Drosten auch sagt. Das heißt, wir können uns gegenseitig sehen und da ist mein Mundbild auch sichtbar dann quasi. Das ist die Hoffnung, dass es besser funktioniert. Und auch die Fragevorbereitung ist so, dass wir im Hintergrund einen Regiekanal noch haben und da ist ein Chat mit dabei und da habe ich die ganzen Fragen auch rüber kopiert, damit die dann auch ablesbar sind. Aber natürlich hat alles Vor- und Nachteile, das neue Format, und wir gehen drauf ein. Eine Frage habe ich noch reinkopiert, die auch aus dem Chat kam. Das Gebärdensprachdolmetscher, ob das so ist, weiß ich nicht, aber hier schreibt die Person, Gebärdensprachdolmetscher würden darum bitten, langsam zu sprechen. Gerade bei den Corona-Pressekonferenzen hält sich da aber niemand daran. Gelingt es so überhaupt noch, die Infos 1:1 zu übersetzen? Naja, bei Gebärdensprache und der Lautsprache gibt es ziemliche grammatikalische Unterschiede von der Satzbau und so weiter. Plus viele Begriffe müssen buchstabiert werden in der Gebärdensprache. Die zum Beispiel HackerInnen würden zuerst mal buchstabiert werden und dann können wir das zweite verwenden. Deswegen ja, kann schon sein, dass man langsamer reden sollte, eventuell. Aber genauso sollte man nicht so viel übereinander reden oder gleichzeitig reden oder so schnell hintereinander mehrere Personen reden. Ja, deswegen kann schon sein, dass man dann etwas langsamer reden soll oder ein paar Pausen einsetzen sollte, was primär gar nicht schlecht ist, weil dann die eigenen Pausen können ja helfen, kurz mal innezuhalten und dann weiterzureden. Also von dem her, ja, genau. Also 1:1 übersetzen ist geht nicht wirklich. Es ist eine grobe Übersetzung. Genauso wie im Englischen und Deutschen werden die Sachen auch nicht 1:1 übersetzt eben. Ja. Ja, definitiv. Ich bin auch immer schwer beeindruckt, wenn ich sehe, wie dann so ein neues Wort mit Fingeralphabet eingeführt wird, in was für einer rasenden Geschwindigkeit die Menschen das hinbekommen. Also ich selber bin dann, wenn ich selber Fingeralphabet buchstabieren möchte, bin ich eher so ein Buchstabe alle 3 Sekunden, weil ich mir noch immer überlegen muss, wie der gerade gezeigt wird und wie der geformt wird mit den Fingern. Das ist schon wirklich spektakulär. Ja, es ist auch eine Berufskrankheit bei den Dolmetscherinnen, dass sie so eine Sehnenentzündung da haben, weil sie es einfach so viel beanspruchen müssen. Also, ja. Die DolmetscherInnen, die werden ja auch dann durchgetauscht, zum Teil dann nach relativ kurzer Zeit, ne? Weil das dann so Ja. anstrengend ist. Ist es wegen der Anstrengung? Ja. Weil es ist wirklich anstrengend. Vor allem die meisten DolmetscherInnen, also viele sind hörend. Das heißt, sie sind mit einem hörenden Mindset aufgewachsen. Da funktionieren im Kopf die ganzen Satzbildungen anders als in der Gebärdensprache. Da muss man sich auch mal umdenken, weshalb Gebärdensprache mehr gezeichnet wird, sozusagen, das Geschehene, als wirklich übersetzen, so wie im Englischen. Und das kann halt wirklich schnell exhausten, deswegen. Und vor allem die Hände müssen auch mal ruhen. Wir kriegen laufend Fragen aus dem Chat hier rein. Zum Glück haben wir noch so viel Sendezeit quasi übrig. Eine Frage war, ob es denn überhaupt eine Möglichkeit gibt, die Effekte eines Cochlea-Implantats für Hörende zu simulieren oder zu nachvollziehbar zu machen. Zum Beispiel, indem man den Sound auf einzelne Frequenzen runterbricht. Ja, tatsächlich. Es gibt ein YouTube-Video, wo tatsächlich geschafft wurde, also ich muss mal kurz ausholen. Wenn man die Cochlea-Implantate bekommt, muss man sie mal erst trainieren, dass das natürliche Hören überhaupt gelernt werden kann. Und in dieser Trainingsphase klingt alles nicht so, wie es für eine hörende Person klingt. Also am Anfang konnte ich ein laufendes Wasserhahn vom Staubsauger nicht unterscheiden. Ich habe einfach nur was gehört, aber nicht gewusst, dass das das ist und umgekehrt. Das sind so einkommende komische Klinggeräusche sozusagen.
Und mit der Zeit lernt man die dann zuzuordnen, ah, das ist das und das. Und dann kommt dann auch immer mehr das natürliche Hören. Und da gibt es ein YouTube-Video dazu. Das kann ich gern auf meinem Social-Media-Account posten auf Kao Social. Da bin ich eben Lavoski. Und da kann man gern mal reingucken, wenn das wer anhören möchte. Wir kommen wieder zur Gebärdensprache und zum Fingeralphabet, wo wir sehr viel Feedback aus dem Chat bekommen die ganze Zeit. Einen praktischen Tipp gibt es von Sirex IRC. Ein Tipp für Hörende, um Fingeralphabet zu üben. Einfach mal im Alltag, zum Beispiel in der U-Bahn, den Text von Schildern zu daktylieren, um flüssig zu werden, quasi beim Fingeralphabet üben. Also Ja, ich sehe genau. schon. Ja, bitte. Danke. Ja, das stimmt. Das ist auch, was ich den Leuten immer sage, wenn sie das lernen. Also wenn man irgendwo steht und auch etwas wartet und man sieht einen Mülleimer, einfach auf Mülleimer schnell buchstabieren oder die U-Bahn-Station oder die Ampelfarbe buchstabieren. Ja, das ist super. Einfach im Alltag so nebenbei, damit man flüssiger. Ja, wie jede Sprache quasi, die man halt üben und pflegen muss. Ich bin quasi nicht mehr fähig, Gebärdensprache zu sprechen, nachdem ich es zu lange einfach nicht mehr gepflegt habe. Aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, unsere Szene ist am Aufbruch, dass wir alle jetzt das zum Trend machen, dass also alle fähig werden, zu sprechen. Und da gibt es auch einen weiteren Beitrag aus dem IRC, ein Positivbeispiel aus dem eigenen Umfeld, dass die letzte Arbeitgeberin eine gehörlose Person eingestellt hat und dann eben Gebärdensprachkurse für alle KollegInnen gefordert wurden, damit man also den üblichen ja, Smalltalk in der Kaffeeküche führen kann. Kennst du Kampagnen, die sowas unterstützen und oder die Firmen beraten, wie man das herstellt? Ah, dazu habe ich leider keine Informationen an. Aber Okay, aber ja gut, das ist ja. ja. Wir wünschen uns, dass es das gibt und mal gucken, ob vielleicht jemand das recherchiert bekommt und drauf bekommt. Das ist auch wieder dieser Punkt, dass man auch so ein Problem, dass man, wenn man selber betroffen ist, dann immer so für alle anderen sprechen soll, die davon auch betroffen sind. Ne? Das ist dann auch wieder, merkte ich jetzt gerade eben, als ich die Frage gestellt habe. So, ich schaue Ja, mal. ich meine, deshalb sage ich auch gerne, wenn ich ein Gespräch darüber anfange, dass ich sage, ich spreche für meine Erfahrung. Ich kann sagen, dass das auf viele zutrifft, aber es muss nicht auf alle zutreffen. Es ist wie bei allen möglichen Themen, muss man so ein Disclaimer setzen. Wir hatten noch eine Frage und die hatte ich mir aufgehoben, weil ich sie, wenn keine weiteren Fragen kommen, zumindest für einen richtig guten Abschluss halte. Wenn du dir für den nächsten Kongress eine Sache oder vielleicht auch mehrere Sachen für deine Barrierefreiheit wünschen könntest, welche wären das denn? Bei dem Kongress, wenn wir davon ausgehen können, dass es wieder in Präsenz stattfinden könnte, ja, es wäre eigentlich echt, es gibt diese Schrifttolmetsching ja auch, also das quasi, wenn ein Vortrag geführt wird, wird gleichzeitig mitgeschrieben und dann kann man so ein Transkript bekommen. Das finde ich grandios, das ist wirklich, wirklich super. Weil ich mir vorstellen kann, dass mit Dolmetsching, vielleicht, also Gebärdensprachdolmetsching nicht funktionieren kann, weil Ressourcen, was auch immer. Ja, Schriftdolmetsche wäre eigentlich wirklich super, super geil. Und vielleicht bekommen wir so Cyberpunk-mäßig Mundfeldbeleuchtungs-Extensions hin, dass man auch in dunklen Leipziger Messehallen was sieht. Wobei ja auch die Live-Transkription ja tatsächlich auch ja nicht nur vom Präsenzkongress was wäre, sondern auch sollten wir uns noch eine Weile in Online-Realitäten abbilden. Hättest du einen Vorschlag auch, wie man die World, was wäre da dein größter Wunsch, wie man da das besser machen könnte oder anders machen könnte? Mehr Wer textuelle was? Interaktion auch bei der AC3 World mit dem Rumlaufen mit dem Avatar. Na, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, Keine es Ahnung. ist, ja, ich meine, ich mache einfach bei dem Videobesprechung nicht mit, wirklich. Also, beziehungsweise bin deswegen auch nicht wirklich drinnen dort. Also, ja. Okay, dann haben wir tatsächlich den Slot quasi auf die Sekunde ausgefüllt. Ich bedanke mich nochmal vielmals für dein gut produziertes Video, für das es auch noch mehr mehrfach Lob im Feedback-Kanal gab und für Oh, das dann wirklich,
ausführliche, spannende und informative Q&A. Vielen Dank für deinen Beitrag. Dankeschön, freut mich. Das ist meine erste überhaupt Kongress-Experience von Chaos. Also, nice. Prima, Dankeschön.